Hoffe nicht, dass wir das jetzt jedes Mal machen müssen. Fall bitte nicht gleich beim ersten Mal, bei der ersten Ecke einfach runter. Wenn ich das Grinsen schon wieder sehe, könnte ich schon wieder eskalieren. Die Schatten werden sich nur denen offenbaren, der die Augen, der das, was, der die Augen der Wahrheit besitzt. Es ist aber nur ein Auge. Es heißt, man könne sie in Kakariko finden. Haha, du Opfer. Oh nein, das war mit dem scheiß Schalter, oder? Oh nein. Oh nein. Ging's hier nicht gleich um die Ecke irgendwie wieder rum? Ja. Okay, Plaru, mache ich definitiv dann mal. Jenem mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was noch von Dunkelheit umgeben ist. Ach nö. Ein fucking Labyrinth. Der Schattentempel hier ruhen Hyrules blutige Zeugnisse von großer Gier und blindem Hass. Mir doch egal. Geh trotzdem durch. Wie besiegt man eine Mumie? Klingt noch, als wäre hier noch was anderes. So, die erste Mal, da ist noch die andere. Wie besiege ich jetzt eine Mumie? Ah! Okay, so. Der direkte Weg ist der einfachste Weg. Oh Gott. Karte oder Kompass? Karte oder Kompass? Karte oder Kompass? Karte oder Kompass? Oh, ich würde so gerne den Kompass zuerst finden. Natürlich die Karte. Warum? Wie sonst? Wie auch sonst, Mensch. Wie auch sonst. Toll. Dead Chest. Pfeile? Alter. Wegen einem Rubin. Habe ich wieder sinnlos Energie verschwendet. So, müssen wir nicht eigentlich nur dahin, wo die scheiß Augen leuchten? Der Schattentempel! Das kennen wir doch schon. Okay, das heißt, die Wand sagt uns immer dasselbe. Böse Wand. Alter! Hä? Geht's einfach hier lang. Oh, den Kornsacker gibt's auch, wenn ich groß bin. Juhu! Ja, komm hier, los, bitte, bitte, bitte. Oh, ui, 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 nicht schon mehr hinter mir. Oh, du trickst, oh, du trickst. Nein, 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 nein. Komm mal her. Chill. Oh, jetzt ist er wieder beleidigt. Ich glaube, ich habe ihn wieder beleidigt. Hey, Dark Invasion, wie geht's? So, Hand, komm her. Hand, komm. Danke. Oh, perfekt. Oder auch nicht, weil ich muss ja dann den scheiß Händen ausweichen. Ui. Komm mal her, mein Guter. Komm her, du Grinsebacke. Na komm. Oh Mann, ich finde den so toll. Komm hier. Hier, komm. Nein, jetzt ist er wieder beleidigt. Komm her, Hand. Oh. Nein, 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 nein. Böse Hand. Komm her. Komm. Es ist so lustig, wenn du einmal den Dreh raus hast, hast du auch keinen Schiss mehr vor dem und seiner langen, in seinem langen Gesicht. Ich find den so herrlich. Mag den voll. Mag den einfach voll. War es nicht auch so im Schattentempel, gab es versteckte Truhen, die du nur mit dem Auge gesehen hast? Das war doch übelst dämlich gemacht. Die Gleitstiefel! Mit diesen seltsamen Schuhen schwebst du über dem Boden. Du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Habe Mut und vertraue den Stiefeln. Seit wann vertraut man Schuhen? Und WB, Plaru? Seit wann vertraut man Schuhen? Ich würde einem Schuh nicht vertrauen. Ich würde sagen, ui, Frau und so und Schuh und so. Nein, geh weg. Geh weg. Oh, jetzt müssen wir zurückfinden. Einmal geradeaus, dann
Dann rechts abbiegen, dann wieder geradeaus, dann links und nochmal links. Nee, verkackt. Dann geradeaus. Ja. Mann, ohne Kompass ist das schon ein bisschen fies. Oh, so, jetzt haben wir unsere geilen Schüchen. Oh, jetzt sag ich auch schon Schüchen. Oh mein Gott, ich sag Schüchen. Können wir hier irgendwie schon lang? Können wir hier einfach mal drehen? Drehe meinen Schnabel zum Schädel der Wahrheit. Andernfalls stürzt du in unendliche Dunkelheit. Warte, der Schädel der Wahrheit ist an der Schädel, der nicht verschwindet. Also der da. Okay. Drehen, 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 drehen und weiter drehen. Nein, 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 das ist der falsche. Ich will nicht in den Abgrund stürzen. Das ist der richtige. Mann, sind wir gut. Ja, ich mag shoppen nicht. Ich hasse shoppen. Dann kannst du meine ganzen Familienangehörigen fragen. Die könnten mich dafür manchmal köpfen. So, jetzt können wir unsere neuen Schuhe ausprobieren. Nein! Grün! Die Farbe der Hoffnung! Können wir unsere neuen Schuhe ausprobieren? Oder? Ich glaube nämlich, hier war eigentlich noch was, aber. Nein, 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 nein! War so nicht geplant. Oh Mann. Eigentlich will ich ja hier drüben ist ja eigentlich auch noch irgendwas, oder? Will, da waren wir nämlich noch gar nicht. Ui. Ups. Ich hab nichts gesagt. Alter, was da noch alles vor uns kommt. Es gibt aber nur den einen Schädel der Wahrheit. Und wir rutschen mit den Schuhen halt übelst. Das sind einfach 1A die Flauscheschuhe. Die, nicht vertraue nicht, weil. Haben wir mit denen etwa keinen Halt? Sind wir mit denen etwa zu dumm, etwas zu schieben? Ist das noch offen? Ja. Ach, deswegen geht's nicht. Hätte ich mir ja denken können. So, ihr ach so tollen Schuhe. Könnten wir jetzt bitte mal besser drüben kommen? Danke! Ich habe fast den Herzinfarkt, nur weil diese scheiß Schuhe nicht wollen. Oh, ich hatte die Befürchtung, jetzt geht's erst richtig los. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen. Das ist das viel schlimmere Auge der Wahrheit, als das, was ich habe. Ab, rein da. Vorne irgendwas passiert. Der Sensenmann ist gerade da. Ich gehe mal meine ordentlichen Schuhe anziehen. Das ist ja. Mit dem Gerutsche, das ist ja schon dezent am Abkacken nervig. So. Jetzt müssen wir am Sensenmann vorbei und die ganzen Dinger einsammeln. Wirklich, ohne dass er uns. Uiuiui, nicht kriegt. Wie soll ich denn da hochkommen? Ach so. Ach ja, okay. Den seine Sensen sind ja nicht mal scharf, also nicht mehr spitz. Die sind ja voll stumpf. Lululu. Lululu. Ah! Ich bin nur noch einer, wo ist denn der? Da. Lululu. Fehlt immer noch einer? Ach, da. Ah! Lala! Lululu. So, das hätten wir. Hey, hier gibt's schon wieder. Ui. Hier gibt's schon wieder viel zu viele Wege. Ich verbrauche gerade sinnlos Energie. Oh nein, wo sind wir jetzt? Ich finde es gut, oder? Alles ist gut. Können wir jetzt fallen lassen? Hm. Immer noch ist gut, oder? Ach, das ist das geile Schiff. Das ist das geile Schiff. Oh, ich will das geile Schiff haben. Und hier kommen wir eh noch nicht weiter. Toll. Hat sich voll gelohnt. Werf einfach eine Bombe auf den? Sollen wir eine Bombe auf den Sensenmann werfen? Explodiert der dann? Ist er dann kaputt?
Ja, aber die sind langweilig, oder? Wir werfen einfach eine Bombe. Jetzt ist es eh zu spät, aber wir werfen trotzdem eine Bombe auf den. Ja. Eigentlich mag ich den ja. Der ist ja eigentlich so cool. Hat nicht geklappt. Hier ist nix. Da müssen wir... Alter, ich glaube, es hackt. Wir haben noch drei Feen. Alles gut. Hier waren nur die Dinger drin, ne? Durch die Tür sind wir gekommen. Und hier ist aber nichts mehr. Nein! So, gehen wir jetzt einfach mal hier weiter. Eine Kiste. Sag bloß, es ist ein Schlüssel. Ach, mein. Hätte ich jetzt nicht denken können. Also, ich wusste, dass ein Schlüssel ist. Und ihr? Es gibt doch, glaube ich, noch einen anderen Weg. Du kommst auch noch woanders lang. Ich glaube, du kommst nicht nur bei dem Klotz lang, du kommst auch noch woanders. Ach, auf den soll ich eine Bombe werfen. Ach so. Das ist jetzt dein fucking Ernst? Leute, der stirbt nicht davon. Die anderen sind immer explodiert in Dodongos Höhle. Oh nee, das ist jetzt... Das ist jetzt Folter. Wie kämpfe ich nochmal gegen, Warte. Ich habe eine Idee. Feuer frei. Nein! Eigentlich mit Feuer fallen müsste ja auch gehen, aber ich habe zu viel Energie. Definitiv. Viel zu viel Energie. Nein. Das ist ein braves Ding. Feuer frei. Ui, es hat mich. Es hat mich. Ah, es hat mich gleich. Nein, stirb doch. Braucht doch Feuerpfeile, oder? Oh Mann. Na, ich verdrück mich immer. Danke. Lichtlied. Immer diese Spoiler. Geht das echt? Aber wir haben doch gar kein Lichtlied. Wenn Lichtlied. Ich bin gerade dumm, tut mir leid. Wir haben so viele Lieder. Trotzdem mal probieren, ob das geht. Ist das dein fucking Ernst? Erst brennen sie und dann doch nicht? Ist ja doof. So geht das nicht. Alter! Verpiss dich! Geh weg! Oh! Ihr seid anstrengend! Gott, seid ihr anstrengend! Lichtlied. Ach, das Lied der Zeit. Muss kurz überlegen. Da. Noch eins hoch. Der war's. Nein, tiefer. Eins hoch. Mann. So. Warte, wenn das nicht geht, dann warte, das? Und jetzt? Nein! Hau drauf! Gott, danke! Für den Tipp. Ich wusste es echt nicht mehr. Ich hätte ja gewundert, dass du mit dem scheiß Feuerfall nicht funktioniert hat. Ohne Witz, ich hätte echt gedacht, das funktioniert. Voll doof. Oder man hätte sie dann halt mit den, mit der Feuerenergie von Dean hätte man die dann bestimmt die ganze Zeit dann irgendwie damagen müssen. Ui, wir haben endlich den Kompass. Wir haben Karte und Kompass. Das kann ja nur, kann nur besser werden. Es kann nur bergauf gehen, Mensch. Es kann nur bergauf gehen. So. Das heißt, wir sind hier. Können hier nicht lang. Wie können wir da nicht lang?
Wir müssen doch aber irgendwie weiterkommen, oder? Wir das Vieh töten. Ich brauche nochmal meine Bomben. Brauchen wir kurz die Ocarina nicht? So. Können wir den... Es tut dir nichts. Können wir das hier freisprengen? Oh, lol. Hm, ging doch. Ist in Ordnung, wenn ihr nicht so, also wenn du nicht so stark spoilerst. Finde ich auch persönlich besser, weil ich bin zwar bescheuert, aber ein bisschen selber rausfinden muss man es ja auch. Weil wenn einer die ganze Zeit einem immer nur alles vorpredigt, ist auch doof. Das ist wie, ich spiele auch teilweise, ich spiele momentan eigentlich auch Dark Souls. Und wenn du mal so rumguckst und dir Dark Souls Let's Plays anguckst, die, die das spielen, haben vielleicht keine Ahnung, aber die haben meistens irgendjemanden immer dabei, der spoilert, wo was ist. Also deswegen kannst du auch das von den Rocket Beans nicht gucken, weil die spoilern ja eigentlich durchgehend. Ach du Scheiße. Da habe ich noch einen geguckt gehabt, der hat auch seinen Kumpel dabei, der hat dann auch alles... Ach, ein Pizmeat. Da hat auch immer alles gespoilert. Alter! Hätte ich mir ja denken können. Ich meine, ich sitze dann halt nach 3 Stunden immer noch beim Anfang. So. Wo ist die Spinne? Na, wo ist die Spinne? Achte auf die Schatten der Kreaturen, die auf dem Gelände. Oh nein. Oh nein. Guillotinenabend heute. Extra nur für uns. Oh nein. Wo ist die Hand? Fall runter. Tu mir einen Gefallen und fall einfach runter. Bitte. Ich hab bitte gesagt. Fall runter. Los. Fall runter. Komm. Hasse dich. Fall runter. Was wird denn das denn? Komm schon. Oder so. Zumindest stirbt er auch endlich. Hoppala. Andamibis. Bitte was? Was? Was ist da gerade passiert? Komm her. Weil die Plattform gerade nach oben gegangen ist, hat er sich nicht mehr festgehalten, sondern ist abgerutscht. Verstehe ich jetzt aber beim besten Willen nicht. Nichts, ja nicht meine wunderbaren, schönen Stiefel. Oh, die fancy mit den Flügeln dran und so. Hui. Ich habe doch wieder eine vergessen. Hallo, reicht's jetzt mal? Bitte. Ich tue gleich wieder mein Langschwertstummel raus. Da oben hängt die. Eigentlich sieht man es am Schatten, aber ja. Wenn du gerade die ganze Zeit nur auf Guillotine achtest, ist dir der Schatten egal. Oh. 100% finde ich immer übelst arg, weil du musst ja wissen, wo die ganzen Herzteile sind. Du musst wissen, wo die ganzen Skulpturen sind. Ach komm ey, es hat beim ersten Mal auch funktioniert. Du musst einfach alles wissen. Alles und nichts. Alter, komm schon. Was ist denn hier? Ach nein, nicht der schon wieder. Wieso respawnen die denn immer? Huch! Da frisst die Bombe. Das wollte ich zwar nicht, aber frisst die Bombe. Oh Mann. Ey, das war mein Schild. Mach gleich mit. Das heißt, uns fehlt eigentlich in unserem... Na toll. Es fehlt in unserem Inventar eigentlich nur noch... Der dritte Schild fehlt uns eigentlich nur noch. Und das natürlich das komplette Langschwert, aber... Seien wir mal ehrlich, die Quest ist übel scheiße. Ich finde sie scheiße. Ich habe sie nie geschafft. Ich glaube, wir hatten nur einen einzigen... Alter, diese Schuhe! Ach, wie wahnsinnig! Ich brauche sie halt jetzt noch. Nee, nee, nee. Oh, na toll. Brauche ich ja wieder meine ordentlichen Schuhe, sonst geht's krachen hier. Das dritte Schild ist aber auch übelst nice. Ich mag das dritte Schild halt übelst. Dieser Spiegeleffekt und alles. Oh, Kind von Träumen. Au.
Au. Geh kacken. So. Jetzt fehlen irgendwie, glaube ich, Schlüssel, oder? Noch mehr Guillotine? Noch mehr Monster? Wo seid ihr? Okay, es gibt was Schlimmeres als Monster und Guillotine. Stacheln. Steht denn hier? Nur der, der die Augen der Wahrheit besitzt, wird Schutz vor den tödlichen Stacheln finden. Geh doch kacken. Ich dachte, da steht jetzt was voll Lustiges drin. Mann. Ui. Ich dachte jetzt wirklich, da steht was total Lustiges, Dämliches drin. Das wäre so mega lustig gewesen. Aber, ui, ui. Ich habe mich gerade aus Versehen auf den Chat konzentriert. Sorry. Oh, Mann. So, jetzt muss es angehen. Ich weiß gar nicht, wo wir eigentlich lang müssen, weil, guck mal, die Minikarte da unten, die ist voller Truhen. Ich frag mich gerade, warum die Karte eigentlich so klein ist. Warte. Wo ist das Cthulhu? Oh. Hier ist nix. Klingt aber nicht nach nix. Okay, dann ist es halt weiter. Ich zieh den jetzt mal, weil ich glaube, das ist safer. Safety first und so. Ach, hier ist die. Na du. Wir müssen ja jetzt die 30 mal zusammen haben eigentlich. Was ist hier? Eine Kiste. Pfeile. Hätte jetzt gerade aber dezent auf den Schlüssel gehofft. Müssen wir hier hoch? Ui. Das erklärt einiges. Zieh mal wieder die total geilen Schuhe an. Yo! Geschafft! Ist nix, okay. Ja, die sind aber übelst kacke, die Schuhe. Wie kann er bitte mit solchen Schuhen umgehen? Komm jetzt darüber. Am besten so. Der einfachste Weg. Die einfachste Möglichkeit. Einfach drüber. Ah! Ist das jetzt eigentlich mal eine Kiste mit einem Schlüssel? Fünf Rubine? Bin ich hier hoch wegen fünf Rubine? Verstehe ich nicht. Aber hier muss es doch irgendwo. Ach, das. Oh, Leute, ich habe eine Kiste übersehen. Ups. Passiert. Ey, da war der Schlüssel. Aber hier geht's ja nicht weiter, oder? Das ist ja einfach nur. Ach du Scheiße. Hätte ich doch nur nicht auf die Karte geguckt. Oh mein Gott, die Karte ist ja mal mega kacke. Die verrät mir viel zu viel, was ich noch alles machen muss. Oh Mann. Wir haben schon mal einen Schlüssel von hier. Einer von vielen ist ein Anfang. Keiner von vielen ist ein nix. Kommen wir eigentlich jetzt darüber, wenn wir wölken? Kommen wir hier rüber? Ich würde eigentlich schon gerne. Ah, okay. Timing! Ja! Geschafft. Oh, wir sind so gut. Was ist denn hier? Au! Willst du mich verarschen? Ja! Ich bin eine Mumie. Ich werde dich vernichten. Weg hier.
Nein! Geh weg! Setz hin! Nein! Autschi! Ganz viele Autschis! Ups. Vielleicht hilft's ja. Hier, bitteschön. Hat nicht geholfen. Dann nicht. Wieso drücke ich immer diese Scheiß-Taste, ey? Und wie komme ich jetzt da hoch? Ey! Wie komme ich jetzt da hoch? What? Ey! Alter! Ich stand doch nicht mal drin! Ach, das sind das solche Schweine, ey. Soll ich das jetzt bitte treffen? Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Nein! Mann! Nein, da bist du niedrig. Ja? Nein! Ah, es war zu weit. Alter. Noch ein Stück. Da war's. Können wir den nicht einfach magnetisch an uns ranziehen, den tollen Kristall? Alter! Ist ja nicht so, als... Ach, ich nehme jetzt gleich die scheiß Schuhe. Was haben wir denn die Schuhe sonst? Willst du mich verarschen? War da oben. Nee, noch ein Stück weiter da. Ein Stück weiter da. Nee, noch ein Stück weiter da. Gut, dann halt da, ne? So, jetzt nehme ich die scheiß Schuhe. Dann will ich endlich. Alle guten Dinge sind drei, ne? Aus Fehlern lernt man. Mal ein bisschen aus. Ich glaube, ohne Schuhe wäre es auch gar nicht gegangen, oder? Doch, ne? Natürlich, wir landen in Stacheln. Ach, der Totenkopf, den mag ich. Ich mag den Totenkopf tatsächlich, weil ich mag Totenköpfe. Ich mag sie einfach. Sie sind schön. So. Ja, komm. Ist mir jetzt auch egal. Ich stehe eh in Flammen. Weil ich too hot für dich bin. Ich bin too hot. Ich höre hier aber nur Skutulla. Schweine, wo ist die Skutulla? Ich höre sie. Die Game-Entwickler haben mir hier schon wieder was versteckt. Ah, so komme ich nicht ran. Ich muss, glaube ich, eine Bombe in den Skull werfen. Das ist mir nämlich so... Ach, der ist so cool. Ah, ein Schlüssel. So, ach, hier ist sie. Viel zu offensichtlich für mich. Oh, Mann. Jetzt können wir jetzt wieder zurück? Nee, können wir nicht. Warum nicht? Mann, du bist kacke. So, wieso können wir nicht zurück? Das habe ich übersehen. Jetzt können wir zurück, oder? Cool. Musst du nur alle Fledermäuse töten. Alter! Pick doch die... Hab nichts gesagt.